Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei GameTainment. Es wird wieder ausgepackt. Heute schauen wir uns mal die HyperX Pulsefire FPS Pro an. Es handelt sich um eine RGB Gaming Maus, respektive hübsches Leuchten. Schauen wir uns aber dann gleich hoffentlich mal genauer an. Erstmal den Karton. Wir haben hier vorne das hübsche Stück schon abgebildet. Ist leider nicht zu öffnen hier, also kein Magnetverschluss. Und gehen wir jetzt hier erstmal kurz auf die Seite ein. Hier Official Sponsor sehen wir hier. Dann haben wir hier 16.000 dpi, 50G, die Omron Switches, 6 programmierbare Tasten. Die 95 Gramm sind mir fast ein bisschen zu wenig, aber da werden wir einfach mal sehen, wie sich das Ganze dann im Test schlägt. Wir brauchen also einen PC mit USB-Port, Windows 10 8 1 8 7 und Internet Connection für die hauseigene Ingenuity Software. Die hatten wir schon mal zwischen. Und hier sehen wir dann genau, was leuchtet, nämlich das HyperX Logo und vorne das Mausrädchen. Ansonsten ist das Päckchen, also die Packung, verhältnismäßig unspektakulär. Wir haben drin eine Maus und ein Quick Start Guide. Und dann machen wir das Ding doch mal auf. Und mal ein Messer vorbereitet. Schauen wir mal rein. In das gute Stück. Oha, ja, da fühle ich auch schon, wie mir das ganze Papier entgegenkommt. Also bevor wir jetzt uns die Maus an sich angucken, jetzt haben wir hier also einmal den gängigen Support-Hinweis. Hey, wenn du ein Problem hast, melde dich bei uns. We've got you covered. Mit verschiedenen Rufnummern bzw. Support-Zugängen. Lassen wir den mal hier liegen. So, dann ist das hier der Quick-Start-Guide. Wir haben also Link, Left-Mouse-Button, Right-Mouse-Button, Mouse-Wheel, DPI-Button. Das ist der obere wieder. Schauen wir uns jetzt gleich aber dann alles mal genauer an. Die Sensoren und Installation. Ja, meine Güte, das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. So, direkt mal positiv ein geflochtenes Kabel und zwar ein verhältnismäßig weiches. Das gefällt mir schon mal richtig gut. So, wie gehst du denn hier raus? Du musst doch hier aufklappen. Na, ich möchte nicht so richtig hier durch die Lasche. Ein bisschen den Nippel durch die Lasche ziehen hier. Ja, tut es aber nicht. Doch, geht's. Schon ein bisschen. Es hat ein Gefummel. So, aber wenig Plastik insgesamt, das ist schon mal gut. Also nur so ein kleiner Nupsi für oben drauf. Packen wir das Papier mal weg. Die Anleitungen weg. Braucht kein Mensch. Wow, also erst schon mal positiv. Hier ist die Unterseite mit einer kleinen Folie komplett überdeckt. Das ist schon mal richtig schön. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das heißt, die Maus kommt da auch entsprechend brauchbar bei einem an. Seiten gummiert, richtig, richtig schick. Auch der Ersteindruck hier, sehr gut. Das gilt für beide Seiten, das heißt, man kann es an beiden Seiten auch nicht festhalten. Ich versuche mal den Klick aufzufangen. Ich habe schon mal zumindest ein bisschen den Klick dabei gehabt. Also sieht jetzt hier echt dezent aus. Echt schönes Design, so ein anthrazitartige Farbe. Klicks sind gut. So. Schauen wir erstmal, wie die in der Ader liegt. Auf jeden Fall super in der Hand. Was halt perfekt ist, ist, dass die rechte Seite in meinem Fall gummiert ist. Das heißt, man kann den Finger anlegen und kann da richtig schön die Maus führen und stabil führen. Das ist sehr, sehr schön. Aber schauen wir jetzt erstmal in Summe rein. Also wir haben jetzt hier einmal das Oberteil bzw. die Schale aus einem Teil, das heißt, haben wir die Mausbuttons, das Mausrad oder das Mauswheel hat einen sehr angenehmen Klick, sehr hochfrequentes Klicken, wackelt aber nicht, oh, es ist so wunderschön gummiert, das wird ja dann auch entsprechend leuchten. Den DPI-Schalter hier, der ist so ein bisschen vertieft, dass man dann nicht unter, oh ja, ein bisschen vertieft und ein bisschen schwergängiger, dass man dann nicht aus Versehen draufkommt, sehr positiv.
und zwei Seitentasten nochmal. Dann auf der Unterseite haben wir nochmal stehen, Pulsfire FPS Pro 5 Volt 200 mAh. Das ist jetzt so der Wert, der uns jetzt da gerade interessiert. Was auch interessiert, ist das Kabel. Also man sieht jetzt, es ist geflochten. Das ist schon mal schön relativ dünn. Das macht es halt dann ja nicht so steif. Dann schauen wir mal, das ist 1, 14, ja gut 1,8, gut 1,80 lang. Hat auf dem USB-Stecker hier nochmal das HyperX-Logo. Das ist schön weich, das ist richtig schön, das ist nicht so starr. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ob es hier reicht, wenn wir... Ne, leider reicht es nicht. Bei manchen Mäusen oder manchen Keyboards kann man ja tatsächlich die Stromversorgung triggern, indem man ein Akku-Pack dranhängt. Dann hätten wir uns mal die LED-Beleuchtung anschauen können. Geht jetzt hier leider nicht. Schade. Aber insgesamt auf jeden Fall ein wirklich schickes Teil. Ich habe jetzt auch diese Maus jetzt hier das erste Mal in der Hand. Ich habe sie bisher nur gesehen. Schöne Verarbeitung, also gute Verarbeitung, nicht schön, sondern extrem gut. Also wackelt und knarzt gar nichts. Das ist ganz schick. Also ja, das waren die Klicks, die gerade so, ich war gerade verwirrt. In der Sekunde, wo ich sage, wackelt und knarzt nichts, knarzt, das waren die Klicks, die hier oben getriggert haben, wenn man hier ein bisschen fester drauf drückt. Gute Klicks, gutes Feedback. Ja, die Gleiteigenschaften sind hier auf jeden Fall schon mal extrem angenehm, obwohl das kein Mauspad ist, sondern aber extrem glatte Oberfläche. Gleiteigenschaften auch sehr sexy. Und das soll's fürs Unboxing gewesen sein. Test folgt. Und zwar der Test der Pulsfire FPS Pro. Wir werden dann entsprechend die Software runterladen, das seidig glänzend bunt leuchten lassen und da auch nochmal ein paar Videos bzw. Fotos aufnehmen, damit man das Ganze sich besser vorstellen kann. In diesem Sinne, lasst mal ein Like da und lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber dann auf jeden Fall mit Kommentar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Unboxing.